Ja, wirklich, ganz Einrichtungsgegenstände. Säuberungsaktion in Hamburg-Rahlstedt. Vor allen Dingen wollen wir mit der Aktion zeigen, dass man Verantwortung vielleicht nicht immer an Stellen abgeben kann, die man für verantwortlich hält, sondern dass im Grunde jeder, der lebt in unserer Gesellschaft und in unserem Bezirk, eine Verantwortung dafür trägt, dass dieser Bezirk für alle lebenswert ist. Die Aktion ist Teil eines hamburgweiten Projekts. Selbst anpacken, die Stadt in die eigenen Hände nehmen. So lautet das Motto von 100 in one day. Eigeninitiative steht dabei im Vordergrund. Was wollen die Hamburger in ihren Stadtteilen verändern? Ein Team von Ehrenamtlichen sammelte im Vorfeld Ideen und unterstützt die Bewohner bei der Umsetzung. Wir sind eigentlich so ein bisschen die Unterstützer. Also, dass wir ein bisschen moderieren und schauen, okay, ihr habt die Ideen, wo ähneln sich die Ideen vielleicht und wie können wir das dann in eine Idee, in eine konkrete Aktion dann umwandeln. Unser Wunsch dahinter ist ja schon eigentlich, dass wir ein neues Gemeinschaftsgefühl bei den Bewohnern in Hamburg irgendwie versuchen zu vermitteln oder das entsteht. Die Idee zu 100 in One Day entstand 2012 in Kolumbien. Eine Gruppe Studenten stellte damals mit den Bewohnern Bogotas mehr als die symbolischen 100 Aktionen auf die Beine. Der Tag hatte nicht nur in Kolumbiens Hauptstadt positive Folgen. Die Idee von 100 in One Day breitet sich seitdem weltweit aus. Von Studenten initiiert und durch Crowdfunding unterstützt, kam sie am 17. September das erste Mal nach Deutschland und schwappte über Hamburg. Es soll eben stadtteilübergreifend sein. Das ist das Besondere an dem Festival, dass es eben nicht wie sonst immer in einem Stadtteil oder an einem Ort stattfinden wird, sondern wirklich von Eimsbüttel bis Altona bis Rahlstedt, Hamm, wird an jeden Ort in Hamburg was passieren. Hundert Aktionen schaffte das Hamburger Team aus dem Stand nicht. 46 Aktionen fanden an 11 verschiedenen Orten statt. Von gemeinsamen Sportmachen über Graffiti-Workshops bis zu symbolischen Aktionen, die auf Missstände hinweisen sollen. So wie in Rahlstedt, wo nach Meinung der Bürger schon lange ein Brunnen fehlt, um den Stadtteil lebenswerter zu machen. Wasser zieht die Menschen an, das hat was Lebendiges. Und die Menschen treffen sich immer an Brunnen, Trafalgar Square oder überall eigentlich. Brunnen ist so eine Mitte für die Menschen. Und auch der kleine provisorische Springbrunnen zieht die Menschen an. Gefilmt werden wollen sie allerdings nicht. Die bunten Aktionen wecken die Aufmerksamkeit der Rahlstädter und bringen die Veranstalter mit Passanten ins Gespräch. Es ist wirklich durch das Festival noch mal mehr rausgekommen, was in einem Stadtteil eigentlich alles möglich ist, wenn man auf die Menschen zugeht, auf die Bürgerinnen und Bürger. Und ja, das ist eigentlich so das Schönste und die Motivation dahinter. In Rahlstedt ist das Konzept aufgegangen. Vor allem das gemeinsame Suppekochen erleichtert es, Kontakte zu knüpfen. Ganz viele Leute alleine schon durch den Geruch und durch das, was wir getan haben, in der Runde sitzen und schnibbeln und dabei klönen, wie so früher in alten Zeiten in großen Familien oder so, lauter Leute stehen geblieben sind. Wir haben wirklich festgestellt, dass ganz großes Interesse ist, sich gemeinsam hinzusetzen mit Aktivitäten und dabei einfach zu klönen und ein bisschen was zu erzählen. Doch 100 in One Day will mehr erreichen als einen schönen Tag. Initiatorin Hannah wünscht sich, dass das Projekt darüber hinaus Wirkung zeigt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Menschen sich irgendwie dadurch bestärkt fühlen, auch wirklich mal was zu machen. Also so, dass es gar nicht unbedingt so schwer ist mit kleinen Dingen, sei es halt eben kleine Zettel überall hinkleben, Nachrichten, dass man damit einfach schon viel Positives in seiner Nachbarschaft auf die Beine stellen kann. Das hier wird insofern bleiben, als wir ganz viel Motivation mitnehmen, um zu sagen, ja, da sind interessierte Leute. Und das macht uns Freude, dass wir das Gefühl haben, wir tun das Richtige. Welche Wirkung 100 in One Day hat, wird sich noch zeigen. Mehr Flair! Vielleicht im nächsten Jahr, wenn das 100 in One Day Hamburg-Team wieder dazu aufruft, die Stadt in die Hände zu nehmen.